Hallo, du Hallo. hörst mich? Wollen wir mal kurz mal so abstecken? Wir reden so ganz normal, also jetzt ganz gesittet von Mann zu Pony, okay? Na, das war ja schon die erste Beleidigung, Das also war was keine können wir machen? Beleidigung, also ganz objektiv gesehen bist du ja ein Pferd, also darauf können wir uns ja einigen. Du hast ja auch schon Ganz gewiehert und objektiv. so heute. Ja, Okay, ist auch nee, ich egal, habe gedacht, Moment, du warte. bist ein Hurensohn. Ja, okay, ich bin ein Hurensohn. Damit kann ich leben. Du bist ein Pony und ich bin Hurensohn. Dann hätten wir die Fronten ja abgesteckt und dann kann es ja losgehen. Ich wollte mal mit dir über den lieben Kai Tiedemann reden. Du hast mir ja, ich gehe mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück, so eine halbe Woche oder so. Da habe ich ja den Kai so ein bisschen gestichelt. Das weiß man ja, das ist ja bekannt. Und da hast du ja gesagt, der Rettich ist aber ein Untermensch, der verarscht Behinderte, bla bla bla. Nein, Aber was hast Mann, du denn gerade eben Mann, gemacht? Du hast ja Mann, gerade, du hast gerade sehr krass über einen warte behinderten mal, Menschen Mann, Mann, losgezogen und hast da richtig schön auf die ich bin Kacke mal ganz gehauen. kurz auf der Toilette. Okay. Hat man gerade seine Eier gesehen? Ich hoffe, ich habe gerade es nicht richtig gesehen. Also ich glaube, ich habe da irgendwas Ekelhaftes, Pferdelümmelartiges gesehen. Naja. Ja, ich finde das auch nicht cool, dass ihr hier dem Typen die Likes raushaut. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Mit Terroristen sollte man nicht verhandeln. Wollt ihr gleich irgendwas Bestimmtes von ihm wissen? Dann kann ich ihm ja noch irgendeine Frage von euch weiterleiten oder so. Ja, was ist denn das für ein Link? Ich muss da mal draufklicken. Ich war da noch gar nicht drauf. Was haben wir denn da? Okay. Dodo-Kopf. Na du Pferdefresse! Ich bin die Pferdefresse. Das ist aber Ja. mal sehr interessant. Warum liegst du eigentlich so viel im Bett? Bist du irgendwie depressiv oder so? Nee, ich hab einen Rollstuhl, habe ich dir noch gar nicht Ach erzählt. so, ja, alles klar. Ja, kommen wir mal von dem Shit-Talk weg. Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade über Kai Tiedemann gesprochen. Da hast du mir ja vorgeworfen, dass ich ein Arschloch bin, weil ich den verarsche. Weil ich den ein bisschen gestichelt habe. Aber was hast du mir gerade rausgehauen? Das ist ein. Der hat Du einfach hast sein Stream reingeschrieben. du hast gerade gesagt, du hast gerade. Lass mich doch mal Halt's Maul! ganz kurz Der hat ausreden. einfach Ich lass seinen dich. Text Warte mal. reingeschrieben. Ich lass dich Der gleich hat einfach ausreden. seinen Text Ah. reingeschrieben. Ich bin Dieses Marco, Pferd. ihr Hurensohn, ich Ficker. Der hat das in meinem Namen gemacht, was nicht abgesprochen war. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja und, der hat auch schon geschrieben, Rettich ist ein Hurensohn. Und, was jetzt? Das ist Aber ein er hat Bild. meinen Namen dafür Aber benutzt. darum geht's ja gar nicht. Was Es geht ja um eine ganz andere Sache. Du hast doch gesagt, man macht sich nicht über Behinderte lustig, macht bla man bla. nicht? Ja, und was Macht hast du man nicht? gerade gesagt? Du hast gerade gesagt, du willst ihm aufs Grab pissen. Das ist Ja, dann ich pisse ihm aber auf sein wieder Grab. okay. Ja, ich pisse ihm auf sein Grab, aber nicht, weil er behindert ist, weil er ein Hurensohn ist. Du weißt schon, dass du gerade überhaupt nicht weißt, was du redest. Kann das sein? Ich lache nicht über seine Behinderung. Ich lache über seinen Kopf, Alter, dass er so eine Scheiße abzieht. Du hast Dass auch. er einfach reinschreibt, dass er meinem Namen diese Scheiße abzieht, Alter. Du hast dich vorhin auch über sein Aussehen lustig gemacht. Oh, ja, hier mit seinen fettigen Haaren und seinem Vollbart, Alter. Soll Ja, mal das hat ja klarkommen, auch mit Mann. seiner Behinderung zu tun. Also machst du dich ja doch schon indirekt über seine Behinderung lustig. Da sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass du ein Heuchler bist. Ja, wenn du das meinst, dann mein das mal, du kleiner Spacken, Alter. Ja, es ist doch so. Ja, und wo war dann, wir können ja auch das Thema wechseln, ist ja egal. Da haben wir wieder so jetzt mal kurz gezeigt, dass du einfach wieder ein Heuchler bist, dass du einfach wieder Sachen predigst, an die du dich selbst nicht hältst. Ist aber abgehakt, weil das kennen wir ja schon von dir. Das ist ja überhaupt nichts Neues eigentlich, ne? Das ist Rettich, ja. Rettich, der Mann muss sterben. Wir können ja mal zum nächsten Thema gehen. Das nächste Thema wäre dann deine Like-Geilheit. Ja, meine Like-Geilheit, ja, ne? Ich habe einfach nur mal, wenn ihr die ganze Zeit meint, ich soll hier jemanden Gast nehmen, dann fordere ich einfach mal was dafür. Ich fordere einfach mal was dafür. Ja, hä, du forderst was dafür? Ja, du forderst Likes, du bettelst um Likes. Du hast gerade deinen Ja. virtuellen Pappbecher geschwungen, damit man dir deine Likes da reinwirft. Ja, ich habe einfach nur gesagt, dass ich einen Rettich Du haben will. bist ein Sonst hätte ich kleiner nicht gesagt. Bettler.
Das ist eh total witzig. Einfach, der ganze Chat ist einfach wieder komplett gegen dich. Du hast hier einfach nur 95 Zuschauer, weil die dich alle hassen und virtuell anspucken wollen. Und dann ist da mal ein Typ oder eine Frau, diese Selina oder so drunter, die Hallo Marco ganz normal schreibt. Und dann musst du komplett abgehen und sagen, ja, hallo Selina, hi, ja, geil. Ja, richtig herrlich. Eine von 95 Leuten, die dich nicht verbal virtuell anspuckt. Das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Was machst du denn heute noch so für Likes? Kannst du vielleicht willst du auch mal aus dem Klo trinken? Ja, vielleicht, Ich hab vielleicht. mein Also Freespin dafür, noch. Was würdest du denn für den Freespin so machen? dass ich aus dem Klo trinke, müssen wir schon auf mindestens 100.000 Likes kommen. Ja, ich glaube, da verkaufst du dich aber über Wert. Ich glaube, du würdest das schon viel früher machen. Was sagst du denn zu 800 Likes für aus dem Klo trinken? Nee, dafür Ja. 100.000, Ja, 100.000, da ich glaube, mache ich mit. 1000 sind schon drin. Ich glaube, für 1000 würdest du aus dem Klo trinken. Und auch ihn schreibt hier was von Analplug. Vielleicht können wir da irgendwie dann auf 1500 gehen oder so. Nein, nein, bei 100.000 vielleicht, aber sonst nein. Ja, dir ist aber schon klar, dass du jetzt 600 Likes hast, nur weil du gerade irgendwie ein bisschen terroristisch hier angegangen bist, ne? Vorher hast du irgendwie 90 Likes oder 30 Likes oder sowas. Ja, wir können auch das Thema wieder wechseln, wenn du willst. Wir können auch darüber reden, wie war denn gerade der Feuerwehreinsatz bei dir? Was für ein Feuerwehreinsatz, Sie haben einfach nur bei mir angerufen. Ja, ist doch, also keine Ahnung. Du hast ja auch heute irgendwie Sachen von irgendeinem Musikladen geschickt bekommen und sowas. Ist das schön jetzt, wo man deine Adresse kennt? Warte, warte, den Lieferschein kann ich dir zeigen. Warte, wo liegt der denn? Ja gut, ich weiß gerade nicht, wo der Schein ist. Auf jeden Fall eine Rechnung von 2.700 Euro. Muss ich aber eigentlich zahlen, weil ich es ja nicht war. Da wurde ja eine andere E-Mail-Adresse angegeben. Also. Ja, aber du denkst immer noch, du hast nichts falsch gemacht, ne? Das ist alles zu Unrecht, du bist da das Opfer, ne? Das denkst du immer Das noch ist wahrscheinlich. übertrieben. Das ist übertrieben, was ihr abzieht. Es ist auch übertrieben, dass du immer noch auf dieser Plattform bist und einfach nicht abhaust. Das ist auch übertrieben. Ich war noch weg, ja? Und Ja, dann wurde auch Leila die ganze Zeit sich und beschwert. warum bist du wieder da? Verpiss dich. Weil mir das auf den Sack geht. Solange ihr nicht aufhört, mich auf Leila weiter zu terrorisieren, werde ich hier auch nicht weggehen. Das wird niemals aufhören, Marco. Du wirst auf ewig terrorisiert werden. Glaub mir das. Es wird nicht aufhören. Es wird nur schlimmer werden. Die Leute werden Grenzen hinter sich lassen und es wird immer schlimmer werden. Glaub mir. Dann machen wir schön für die Drohung. Irgendwann wird jemand bei dir vor der Haustür stehen. Ja, das ist ja nicht schön. Und dann wird diese Person dir dein schmieriges Pferdelächeln aus dem Gesicht schlagen. Ich sag nicht, dass ich das bin. Aber ich bin mir sicher, dass irgendwann irgendjemand zu dir fahren wird. Ja, Bist du sicher, keine Ahnung. dass du es so eskalieren lassen willst? Solange ihr mir auf den Sack geht, werde ich nicht aufhören, ganz einfach. Wie lange willst du das noch durchziehen und warum machst du das überhaupt? Ist dir dein Ego so groß und bist du so ein narzisstischer Übergott, dass du wirklich nicht einfach irgendwie diesen scheiß Juno-Account löschen kannst und abhauen kannst? Ist das so groß in dir? Dieses Ich Ego. habe gesagt, ich war von Juno weg, das habt ihr gemerkt, dass ich mehrere Tage nicht hier war. Und dann Ja. fing das auf einmal an. Marco, komm doch, Juno, wenn du Eier hast. Marco, komm doch, komm doch. Mama, wenn ihr nicht damit aufhört, dann seid das doch selber schuld, dass ich mal wieder hier Ja, auftauche. okay, warte mal. Dann resümieren wir mal. Was hat denn dir das gebracht, hier wieder aufzutauchen? Außer, dass deine Adresse jetzt geleakt wurde. Was hast du denn jetzt so erreicht dadurch? Warte mal, können wir uns nicht darauf einigen, dass immer, wenn du wiedergekommen bist, nachdem du dich verpisst hast, dass es immer schlimmer geworden ist für dich? Wenn du das denkst, dann denk das Nee, mal. jetzt mal ernsthaft, ist das nicht so? Wenn ihr es nicht lasst, dann seid ihr selber schuld, das habe ich euch schon mal gesagt. Ihr habt mir damals habt ihr mir zugesagt, wo ich mich das erste Mal verpisst habe. Kannst du dich noch erinnern, Discord, habt ihr mir zugesagt, die Scheiße sein zu lassen? Ihr habt es nicht gelassen. Ich habe mich Ihr daran habt es nicht gehalten. gelassen. Ich habe mich daran gehalten. Der Rest aber nicht. Und ich habe gesagt, ich bleibe weg, wenn ihr es lasst. Es wurde nicht gelassen. Naja, Ich habe. ich habe dir aber auch, wir haben aber auch gesagt, dass es nicht sofort aufhören wird. Das haben wir dir von Aber ihr habt Anfang an trotzdem gesagt. weiter in dem gleichen Tempo, ihr habt weiter in dem gleichen übertriebenen Maßes gemacht. Wenn ihr euch nicht am Absprachen haltet, dann halte ich mich auch nicht daran, Ja, ganz wie einfach. gesagt, wir haben dir von Anfang an gesagt, es wird nicht sofort aufhören. Du hast hier so einen Hass auf dich gezogen. Es werden immer wieder Leute zu dir in den Stream of Line Life kommen und dich ärgern. Das war von vornherein klar, das haben wir aber auch so gesagt. Hier, Donny, schreib, zieh doch mal ein Fazit deines Verhaltens, Marco. All deine Aussagen und die Reaktionen hier auf YouNow. Was denkst du denn, welche Reaktionen da folgen? Ja, genau, das wäre doch mal interessant, was Donny da gerade geschrieben hat.
Du siehst ja hier gerade übrigens, ne? Die Leute posten einfach gerade wieder deine Straße hier rum. Was denkst du denn, wird das jetzt besser, wenn da die Leute deine Straße wieder posten? Denkst du wirklich, dass das hier wirklich gut ist, was du hier gerade machst? Du darfst übrigens reden. Warum sollte ich reden? Ja, weil du hier streamst. Wenn man hier streamt, sollte man auch reden. Hier, Alina Schauer schreibt, ich füll da nebenher was für Mago aus. Schwule sind unterwegs, ja geil. Also willst du nicht auf die Sache von Donny gerade eingehen? Warum nicht? Das wäre doch mal vernünftig. Das wäre doch mal ehrlicher Real Talk. Ihr macht doch auch nichts Vernünftiges. Ihr kriegt doch auch nichts Vernünftiges zustande, ja? Warum? Ich rede doch, Warum kommt? ich rede doch gerade vernünftig mit dir. Rede ich nicht gerade vernünftig mit dir? Ihr übertreibt es einfach. Ihr übertreibt es Du musst einfach. mal von diesem Ihr wegkommen. Das ist nicht so, dass wir da irgendwie eine riesige homogene Gruppe sind. Das sind Seid einfach alles Mitläufer. das sind einfach viele Mitläufer. Einzelpersonen, deren Hass du auf dich gezogen hast. Ihr seid alles Mitläufer. Das ist auch blöd. Das hat Keiner nichts, macht's ja. das hat nichts mit Mitläufer zu tun. Du bist einfach so ein Aua, egoistischer, Alter, hast du mich arroganter, gefällt? dummer Schnösel, der einfach so viel Hass auf sich zieht. Da ist nichts abgesprochen oder sonst was. Du Hier bist ein kriegt's, Kacker. es gibt hier, außer jetzt mal den Drachenlord rausgelassen, gibt es hier selten eine Person auf Juno, die so einen großen Hass auf sich zieht wie du. Und das hat seinen Grund. Hier, Donny hat wieder geschrieben. Antworte doch auf das, was ich geschrieben habe. Mach es doch mal. Ja, jetzt ist es weg, warte. Ja, hier, Donny schreibt auch, ich zum Beispiel habe noch nie mit Reddish im DC gesprochen. Ich war nur hier, um den Lad zu triggern. Und dann habe ich dich entdeckt. Ja, kann ich so bestätigen. Ich habe keine Ahnung, wer Donny ist. Ich kenne den nur vom Sehen. Es ist halt so, es ist keine homogene Masse, das ist keine große Weltverschwörung gegen dich. Du bist einfach komplett unbeliebt und es hat seine Gründe. Wegen dem, wie du auftrittst hier. Und da kannst du jetzt wieder irgendwie da stumm rumsitzen und wieder einen auf, oh, das juckt mich nicht machen, aber es ist halt so. Es ist so. Träum weiter. Willst du dich jetzt mal irgendwie äußern oder muss ich hier weiterreden? Aha. Aha. Ich rede doch mit dir, was willst du denn? Ja, ein Dialog besteht daraus, dass der eine was sagt und der andere reagiert. Und du reagierst gerade Ach, nicht. machst du das ganzen Scheiß, machst du da eh wieder irgendein hirnloses Video, deswegen sehe ich da gar nicht. Ja, damit musst du leben, dass Leute dich aufnehmen. Das ist halt so. Das ist halt die Gefahr, wenn du hier live gehst. Bist du schon tot? Nein, ich bin nicht tot. Aber wenn hier was aufgenommen wird, dann werde ich ja genauso aufgenommen gerade. Und ich habe ja damit auch kein Problem. Von daher, red doch mal, sei doch mal ehrlich. Mach doch mal Real Talk. Ohne Ja, ich rede Hurensohn doch. oder sonst was. Nein, du redest nicht. Du gehst Ich rede einfach doch. nur. Ja, ich Dann rede geh doch. mal auf das ein, was Donny gerade geschrieben hat. Geh da mal drauf Da ein. wäre weggeschrieben. Da Ich wäre weggeschrieben. scroll nochmal hoch und suche es raus. Zieh doch mal ein Fazit deines Verhaltens, Marco, all deine Aussagen und die Reaktionen hier auf YouNow. Was denkst du denn, Ich welche würde mich auch Reaktionen anders da folgen? verhalten, dazu kann ich dir was sagen. Ich würde mich auch anders verhalten, wenn ihr nicht die ganze Zeit so übertreiben würdet. Dann würde ich mich auch anders verhalten. Denkt vielleicht mal da dran. Ach, jetzt bist du aber bei der Reaktion, aber die Aktion ist ja das, was du machst, Ja, und wir sind nur die Reaktion. so wie ich mich verhalte, spiegelt nur euer Verhalten wider. Ich verhalte mich so, wie ihr es gerne herausfordert. So. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, das ist doch billig, was du da machst. Das ist komplett billig. Nee, das ist doch Es nicht Real gibt, Talk, du kriegst mich nicht auf. ich kann mich nur wiederholen, Aktion, Reaktion. Das, was du machst, ist die Ja, genau. Aktion, Aktion, Reaktion. wir sind Ganz die genau. Reaktion. Aktion, Reaktion. Genauso sieht's aus. Du hast es ja fast. Du verstehst nicht, was ich gesagt habe, oder? Doch, du verstehst aber nicht, was ich dir gerade erkläre. Das auf eure Aktion folgt meine Reaktion. Du bist der Streamer, nicht wir. Wir sind die Zuschauer. Du bist die Aktion. Ja, deine Mutter genauso. Ja, das ist jetzt wieder sehr geil gewesen, deine Mutter. Ja, wieder sehr schlagfertig, hoch 10. Das ist genau das, was ich von dir kenne. Ja, genau. Ihr provoziert mich, ihr tut hier Scheiße machen, dann kann ich auch Ja, Scheiße machen. Donny Das schreibt hat wieder, ihr das ist aber sehr einfach, Marco. Du reflektierst nicht dein Verhalten, sondern beschuldigst andere, sie seien an deinem Verhalten schuld. Ja.
Genau das, genau, ihr seid es selber schuld, dass ihr mich so verhalte. Genauso sieht's Oh, aus. Ihr das müsst ist euch jetzt selber wieder dieses verhalten. Spiegelargument. Du kriegst was Ah, ihr vorgeworfen. habt es endlich gerafft. Ihr habt es endlich gecheckt, Leute. Ihr habt es endlich gecheckt, realisiert. Das ist jetzt wieder dieses Spiegelargument. Du kriegst was gegen den Kopf geworfen und sagst, Edgy Badge, selber, selber. Das ist billig. Das ist Ja, komplett naja. billig. Guck mal, ey, Rettich. Ich mach dir jetzt mal ein Angebot, ne? Okay. Ich mach dir jetzt ein Angebot zur Güte. Zeig dich und vielleicht lösche ich mich dann. Zeig dich. Hab die Eier und zeig dich. Ach, weißt du, ich kann dir auch noch Monate auf den Sack gehen. Mir macht das ja Spaß. Du kriegst ja die Sachen nach Hause geschickt, nicht ich. Ganz einfache Geschichte. Hab doch mal die Eier und tu dich mal auf einer Ebene. Du willst Real Talk? Dann zeig dich doch mal. Hab doch mal den Das hat Schneid nichts. in der Hose. Das Nein. hat nichts mit Eiern zu tun. Du wirst nicht erleben, dass ich mich hier jemals zeigen werde. Das wird nicht Ja, passieren. weil du einfach keine Eier hast, weil du wahrscheinlich Das selber hässlich bist, du Scheiße. kann ich dir ankündigen. Das hat aber auch nichts mit Eier zu tun oder sonst was. Dann hast du auch damit zu tun, dass du selber aussiehst wie Das so ist ein genauso dumm, Arschloch. das ist als auch genauso, dass ich mich nicht hier hinsetze und meine Adresse in die Welt hinaus posaune. Hab ich meine Adresse in die Welt hinaus personen? Nein. Naja, ich hab ja mitbekommen, wie deine Adresse rauskam. Ich weiß ja, wie das passiert ist. Und Ja, wie denn? das war schon sehr dumm. Wie denn? Wie ist das denn passiert? Hey, erklär es mir. Ja, durch den Pizzadienst. Ja, woher wollen die denn wissen, was für ein Pizzadienst ich war? Ja, das war vor einer Woche, da hast du einfach die Pizzarechnung in die Kamera gehalten. Ja, da stand aber keine Adresse drauf. Da muss auch keine Adresse draufstehen. Man kann auch dann in der Pizzeria anrufen und die überreden, die Adresse rauszudrücken. Ja. Und so ist es dann auch Lügt mich geschehen. an. Ja gut, dann kann ich den ja anzeigen, den Pizzadienst, weil das dürfte der gar nicht. Das sind datenschutzrechtliche Gründe. Ja, dann zeig dir mal an. Und nu? Und so will ich Das jetzt. Kind ist aber schon in den Brunnen gefallen. Deine Adresse ist jetzt draußen. Ja, aber da ihr werdet schon noch alle, glaubt mir, ich finde raus, wer ihr seid. Ich Ja, finde und das dann, raus. was willst du denn, womit willst du mir denn drohen? Mit was für Sanktionen habe ich denn zu rechnen? Da kannst du mal schön die Seife im Knast fallen lassen, du kleiner Hund. Ja, wofür denn? Was habe ich denn strafrechtlich Relevantes getan? Betrug? Ich habe Betrug begangen. Das hier hinzuschicken ist Betrug. Ich habe überhaupt nichts Betrug bei der geschickt. Feuerwehr, was schon sehr schwerwiegender Fall ist. Mobbing. Mobbing. Ich glaube, Beleidigung. weißt du, mal ganz kurz Real Talk. Ich glaube, der Richter wird dich selbst auslachen wegen deiner Pinselfrisur. Übrigens, Erstellen von Moment, warte mal. Widerwagen. Pferde sind Tiere und Tiere sind gar nicht rechtsfähig. Was sagst du denn dazu? Verleugnung über Nachrede, dein Video, du erinnerst dich? Ja, mein Video, ja. Ich erinnere mich an ein Video über dich, ja. Doch. Verleugnung Das übler Nachrede. war aber keine Richtig. Verleumdung, das war sehr objektiv. Für all das wirst du schon ein paar Jahre kriegen. Ein paar Jahre? Ja, geil. Ich habe doch gerade schon gesagt, du bist ein Pferd und Tiere sind nicht Androhung von rechtsfähig. Straftaten. Androhung von Straftaten. Du hast ja gesagt, du wolltest mir die Fresse rauspolieren. Das habe ich nicht Androhung von gesagt. Ich habe Straftaten. gesagt, Leute könnten das machen. Und ich habe aber auch gleichzeitig gesagt, dass ich nicht diese Leute bin. Androhung von Straftaten, da immer die nächste Straftat. Was habe ich denn Drohung. angedroht für eine Straftat? Da kommt alles und das tut sich alles zu einem Summieren hinterher. Und dann werdet ihr alle mal schön für ein paar Jahre weggesperrt. Da, wo ihr hingehört, in die Forensik, da gehört ihr hin. Das ist ja herrlich. Ihr gehört alle in die Forensik, Alter. Ihr gehört alle in die Forensik, in die Forensische. Da gehört ihr alle rein, ihr kleinen, dreckigen, verfickten Psychopathen. Ihr seid so richtige Psychopathen, seid ihr. Ihr seid so Ja, richtige Psychopathen. Obermacker wird ziemlich voll in der Forensik, da stimme ich dir zu. Ihr Scheiße, gehört alle ey. in die Klappe geschlossen, ihr gehört weggesperrt, ein Leben lang, Alter, so gestört wie ihr seid. So richtige Psychopathen seid ihr, Alter. So richtige Psychopathen. Und glaubt es mir, passt auf, dass ich nicht auch zum Psychopathen werde. Hä? Passt auf, Alter. Warte mal, warte mal, warte Passt mal. auf, dass Warte halt die mal, Fresse, wenn ich. warte mal. Passt Was auf, heißt dass denn ich. werden? Du bist doch schon Psychopath. Pass auf, dass ich kein Psychopath werde und dich mal psychisch fertig mache, du kleiner Hundesohn. Ich Pass auf. fordere dich hiermit heraus, mich psychisch fertig zu machen. Pass auf, Junge, übertreib es nicht jetzt. Hast du Übertreib es nicht. gehört? Übertreib es jetzt nicht, Alter. Übertreib es nicht. Du wiederholst dich, du Pferd. Übertreib es nicht, Alter. Ich werde dich finden, Junge. Ich werde Du dich wirst finden, mich ich übertreib. finden. Was willst du denn machen? Willst du mir einen Pferdekuss geben? Warte ab, Junge, warte ab. Willst du mir einen Pferdekuss geben, Marco? Warte ab. Wir klären das, warte. Ja, wie klären wir das denn? Wo gehst du jetzt denn schon wieder hin? Bleib doch mal hier.
Ja, jetzt hat er mich auch gedroht. Jetzt kommt er auch in den Knast. Vielleicht kann ich mir mit ihm ja eine Zelle teilen. Wohin geht er denn jetzt schon wieder? Das ist aber unhöflich, muss ich sagen. Ja, wie geht's euch denn so im Chat? Alles gut? Mir geht's gut, ich hab grad Spaß. Ich glaube, er hackt mich gerade und sucht meine Adresse oder so. Ich sollte vielleicht vorsichtig jetzt sein. Ja, danke, uninteressant. Vielen Dank. Ja, sein Speer glüht, meiner glüht aber auch gerade. Oh, ja, bis aufs Telefon. Ich werde jetzt mal gerade einen Anruf tätigen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Darf ich zuhören? Wo ruft er denn jetzt an? Lieben Hater? Ja, ich bin noch da. Du brauchst nicht gucken. Ich bin noch da. Ja, schönen guten Abend, Kalt, mein Name. Ja, ich wollte mal mich bei Ihnen umhören. Ich bin hier auf so einer Streaming-Plattform live und hier sind so ein paar kleine Mongos, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Die Oh. meinen, die müssen ein bisschen übertreiben. Ja, die schicken hier Pakete hin, keine Ahnung, wer die meine Adresse haben. Die machen Telefonterror bei mir, die bedrohen mich hier öffentlich im Internet. Und ich finde, das kann nicht mehr angehen und da sollte mal was gegen unternommen werden. Lell. Sehr herrlich. Weil ich das einfach nicht mehr lustig finde. Ich rücke bis in die Pferdekoppel. Wie kann ich da ja wohl hoffentlich nachvollziehen, dass das nicht mehr lustig ist? Ich hatte heute, hier kann ich gerne bei Ihnen vorbeikommen, hatte ich einen Zettel hier von der DHL 2.700 € Nachahmungsbestellung. Das ist doch nicht mehr lustig. Da hört der Spaß ja wohl auf. Da hört der Spaß auf, Leute. Da kann man denn da bei Ihnen einen Termin kriegen? Ein Termin. Ich glaube, er telefoniert gerade mit der Forensik. Auf der. Ja, die. Ja, ich weiß, wo die ist. Ja, ich werde auf jeden Fall. Ja, den DHL-Zettel, den habe ich hier liegen. Den kann ich auch. Ich habe auch mit dem Thomann GmbH oder wie die Firma heißt. Irgendwas Musikequipment oder so. Die haben auch gesagt, falls ich eine Anzeige bei der Polizei machen sollte, kann ich auch gerne die Nummer von dem weitergeben. Dass der dann auch nochmal bei Ihnen davor spricht. Also der hat gesagt, ich kann ihn gerne als Zeuge nennen von dem Roman GmbH. Das ist kein Problem. Als Roman, gute Ware. Ja. Soul Dreamer. Das geht schon ein paar Monate so. Das geht jetzt schon ein paar Monate. Also ein paar Monate geht das jetzt schon locker so. Grüße gehen raus an die Das Polizei. kam eines Tages an. Ich war vorher, das ist die Plattform heißt Juno. Ich war da vorher ganz normal am Stream. Hatte auch meine regelmäßigen vernünftigen Zuschauer und. Und dann fing das auf einmal an. Da kam einer von diesen Mongos, kam da rein. Und dann meinten die hier, bla bla bla. Und dann wurde das immer heftiger. Und dann übertreiben die und übertreiben die und übertreiben die. Und ich. Er hört bei mir immer, ich habe denen oft genug gesagt, irgendwann macht eine Anzeige und Hallo, Herr Polizei. habe auch Telefonnummern mir notiert vom Telefonterror, die waren ja meistens so dumm, haben Mitnummern angerufen. Ich habe mir die Handynummern alle notiert, ich habe diesen Zettel hier liegen, ich habe Screenshots von etlichen Streams, ich habe mir IP-Adressen gescreenshottet, von denen sich eingeloggt wurde, von denen E-Mail-Adressen gescreenshottet, ich kann Instagram-Accounts weitergeben, habe ich alles vorab. Habe ich alles da. Meine Nummer müssten Sie auf dem Display angezeigt haben, also meine Festnetznummer müssten Sie angezeigt haben, oder? Darunter bin ich in der Regel Mal allein. Frage an den Chat, wird sich jemand mit mir eine Zelle teilen wollen, wenn es dann bald, ja, losgeht? Ja, da bin ich noch Ich mag keine unerreichbar. Einzelzelle. Meine Handynummer müsste eigentlich hinterlegt sein. Da ich letztens auch noch eine Zeugenaussage gemacht habe.
Genau, Marco. Der Nachname ist G und dann Reit. Ja, wir machen eine Gruppenzelle. Eine Gruppenzelle machen wir. Ja, genau, da ging es um die Sache mit dem Auto. Ja. Dann tun Sie das einfach, wie gesagt, meine Handynummer, entweder erreichen Sie mich über Handy oder über Telefon. Ja. Ja, dann mache ich das doch, dann komme ich da auf jeden Fall am Freitag mal eben vorbei. Ja, Amitage machen wir. Ja, werde ich tun. Kann ich Ihnen auf jeden Fall alles vorlegen, das ist kein Problem. Das Ding ist halt nur, ich nehme mal an, dass Sie alle wahrscheinlich falsche IP-Adressen oder falsche Namen wahrscheinlich auch da angeben. Ja. Ich glaube gerade nicht, dass das gerade wirklich passiert. Ich will einfach nur, dass Sie endlich mal zur Rechenschaft gezogen werden. Also einer von denen weiß ich, der arbeitet bei einem Zustellerdienst. Das könnte man herausfinden. Der arbeitet bei einem Zustellerdienst, da weiß ich. Weil der tut auch öfters mal streamen, wie der Pakete tut. Der nennt sich auch irgendwas mit Zusteller oder so. Oh, Anzeige an den Zusteller geht raus. Und der andere, das ist ein Doppelzucker. Deswegen nennt er Distop. sich auch so. Der hat auch, da gibt es auch ein Video von auf YouTube, glaube ich, Kevin, irgendwas mit Kevin. Und da sagt er auch seinen kompletten Namen. Also, darüber könnte man das auch zurückverfolgen. Er auch des Öfteren Drohungen auszusprechen und, also. Das ist ein Doppelzucker. Ja, der nennt sich da Doppelzucker auf dieser Plattform, also auf diesem YouTube. Heißt aber irgendwas mit Kevin, Pascal, keine Ahnung. Also in diesem Video hört man auf jeden Fall, wie er seinen Nachnamen auch nennt. Das kann ich Ihnen von mir aus, das habe ich sogar auf dem Handy, das Video, das kann ich Ihnen vorspielen. Richtig. Ja, und dieses Paket, das wurde ja über eine E-Mail-Adresse von Ihnen in Josef Sepp gehen geschickt. Von irgend so einem Josef Sepp. Aber ich nehme mal an, dass auch das nicht der richtige. Also, der hat mir auch mal bei Instagram geschrieben. Über den Instagram-Account dürfte man ja normalerweise die IP-Adresse rauskriegen. Ja. Ach, die labern auch die ganze Zeit irgendwas von VPNs oder so. Weiß ich, was die da für. Ja, bei sowas kann ich aber nicht mehr ruhig bleiben. Ist echt so uninteressant. Ja, auf jeden Fall, dann bedanke ich mich da schon mal. Ich komme dann am Freitag mal eben rum und dann kann man ja da. Ja. Ja, am einfachsten bin ich normalerweise über Handy oder halt über Haustelefon, wenn ich da zu Hause bin. Alles klar. Dankeschön. Obermacker, ich bin auch ein bisschen gekränkt, muss ich zugeben. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. So, Leute, jetzt habt ihr die Arschkarte. Scheiße. Warte mal, du musst so anfangen. Warte, Marco, du musst so anfangen. Lieben Hater, so jetzt dein Wort. Jetzt habe ich mit der Polizei nämlich hier telefoniert gerade. Ich habe da am Freitag einen Termin und dann werden wir mal weitersehen. Fuck. Ja, wir haben gerade schon so untereinander ausgemacht, wer sich denn jetzt mit wem eine Zelle teilen darf. Ja, wir werden jetzt sehen, Ja, Alter. Wir jetzt werden werden wir jetzt sehen. sehen. Ja, scheiße, Mann. Jetzt haben wir ja richtig Kacke am Arsch hängen, ne? Kannst du deinen Kopf ein bisschen zurück machen? Der Flaum da an deinem Kinn, der triggert mich ein bisschen. Danke. Lie Liebe. Mich. Wen hast du denn jetzt da belästigt? Jetzt sei doch mal ehrlich. Hast du jetzt einfach irgendeine Zahl eingegeben und dann war da irgendjemand am Telefon und hat gesagt, bitte, mit wem reden Sie da? Hallo? Ja, ich habe bei der Polizei Siegen, bei der Kreispolizeibehörde Siegen angerufen. Ja, wie hieß denn der Mann am Apparat? Das ist doch scheißegal, wie der hieß. Ja, ich würde ihn mal gern anrufen, live jetzt hier. Du kannst ihn mal am Arsch lecken, Ja, Alter. gib mir doch mal die Nummer, dann rufe ich mal an und frag mal nach, ob sich da gerade ein Marco Pascal Greiten gemeldet hat. Junge, du wirst es spätestens dann sehen, wenn ich am Freitag da war. Warum? Meine Straftaten hast du ja gerade noch gar nicht genannt. Ich bin ja Du anscheinend hast noch gesagt. safe. Dein Juno-Account werde ich aber am Freitag auch dort benennen. Du wirst meinen Juno-Account da benennen? Welchen denn von den 200? Oder alle? Tja, über einen von den Accounts wird man die schon herausfinden, Junge. Ja, scheiße, Mann. Das ist ja, bitte nicht. Ich gebe dir einen Freespin, okay? Bitte nicht.
habe euch gesagt, irgendwann hört der Spaß Ja, auf, du ne? hast uns gewarnt, da hast du recht. Das war die einzige Lüge, die du nicht verbreitet hast. Da warst du da das einzige Mal ehrlich. Aber eine andere Frage, ne? Hat der Mann dich am Telefon gerade eigentlich ausgelacht und du hast einfach weitergeredet? Er sagt, das kommt im Moment über diese Plattform, von dieser Plattform gibt es so öfters Ärger. Also. Ach so, Wem war das sogar schon bekannt? Ach Wem war so, das sogar schon bekannt, dass bei Juno öfters Ärger gemacht ach, wird? dem war Junau schon bekannt. Ja. Ja, Junau ist auch ein großes Thema bei der Polizei in Siegen, habe ich gehört. Bei der Polizei in Siegen großes Thema, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war der Name die Streaming-Plattform dem bekannt und dass es da des Öfteren zu solchen Sachen kommt, war dem auch bekannt. Also. Ja, das kommt ja auch täglich vor, dass da Leute bei der Polizei in Siegen anrufen wegen Junau. Er kann sogar den Namen Rainer Winkler. Ja, der Rainer ruft da ja auch oft an, der wohnt ja auch in Siegen, der Rainer Winkler. Naja, aber der kannte den Namen. Der sagte, der ist das nicht die Plattform, wo dieser Rainer Winkler aus Emskirchen? Ich so, ja, der Drache, da habe ich ja gesagt, der Nee, Drache hast du da. nicht gesagt, du hast nichts mit Drache gesagt. Ich war dann noch mal kurz in der Küche, du Du hast Spasti, gerade komm mal überhaupt nichts von klar. Drache gesagt, du hast dich gerade verraten, mein kleines Lügenpony. Du hast dich gerade verraten, du Lügenbold. Du hast überhaupt nichts Küsst von, du hast überhaupt mich. nichts von dem Drachen gesagt. Leute, soll ich euch mal was sagen? Ich mache am Freitag einen Livestream, während ich zur Polizei gehe. Ja, geil. Wann denn um wie viel Uhr? Den Uhrzeit werde ich euch nicht nennen, aber ihr werdet es ja sehen, wenn ich live komme. Ihr werdet Du sehen, bist so live an ein meinem Platz. Lügner. Du bist so ein Pass mal auf, wenn du unglaublicher Eier hast, Lügner. okay? Ja? Wirklich, wenn du Eier hast. Wenn du Ja? jetzt die Eier hast, dann komm Ja? am Freitag in den Gast rein, während ich bei der Polizei bin. Ja, okay. Wann denn? Um wie viel Uhr? Und klären wir das mit dem Polizisten zusammen, Okay, live mit machen dabei. wir. Okay, machen wir. Wie viel Uhr? Das wirst du dann sehen. Du siehst ja, wenn ich live komme. Ja, ich bin doch jetzt nicht rund um die Uhr hier. Ich brauche eine Uhrzeit. Sagen wir einfach mal gegen Mittag. Gegen Mittag. Ja, da muss ich früh aufstehen, weil ich saufe ja. Ich bin ja Hardcore-Student und bin dann besoffen, weißt du? Ist das okay, wenn ich besoffen streame mit dir? Ja, komm einfach in den Kasten rein, während ich bei der Polizei sitze und dann gucken wir mal weiter. Dann mache ich mich auch nicht strafbar, wenn ich lüge am Telefon. Das ist dann schon okay so. Ja. Ich bin jetzt so ein bisschen baff, das habe ich nicht erwartet, dass ich jetzt hier in den Gast reinkomme und bald dann im Knast lande. Das ist mir jetzt so, weiß nicht. Aber mal eine andere Frage, wie bist du denn an unsere IP-Adressen rangekommen? Ja. Tja. Ich habe einen Bruder, der kennt sich mit Computern aus. Ja, der kennt sich mit Computern aus. Hat der einen Amiga? Mein Bruder kennt sich einfach aus, mehr sage ich Oder nicht. hat der einen Tamagotchi? Ich sag dir dazu nichts, er kennt sich Jetzt sehr sag gut doch mal aus. Amiga oder Tamagotchi. Jeden Fall habe ich die IP-Adressen von den Instagram-Accounts, wo mir mitgeschrieben wurde. Ja, oh oh. Ich dachte, du Zum wärst. Beispiel von Ich dachte, du wärst Josef. du. Ich dachte, du bist Einzelpony. Zum Beispiel von dem Josef der Sepp, die IP habe ich. Marco, ich dachte, du bist Einzelpony. Er sagt dann, dass ich ein Einzelkind bin. Nicht Kind, Pony oder Fohlen. Einzelfohlen. Ich habe zwei Brüder, stell dir vor. Ja, sind die auch so behindert wie du im Kopf? Wenn du das denkst, dann denk das mal. Nee, das war ja eine Frage, das war ja kein Denken, das war eine Frage. Ach ja, okay. Ja, und wie ist der an die IP-Adresse gekommen? Ich muss ja jetzt irgendwie Ich kann nicht vorsichtig sein. genauer dran. Das ist die IP-Adresse von den Instagram-Accounts, worüber sich eingeloggt wurde. Ich bin ja nicht blöd. Ich weiß schon, dass über YouNow das schwieriger ist als über Instagram. Aber wenn die Leute mich über Instagram zu von Doppelzucker die IP habe ich, von Josef Sepp die IP habe ich, kann ich ja alles nachweisen. Also. Hast du auch von mir die IP-Adresse? Die lässt sich rauskriegen. Wie denn? Das siehst du dann. Soll ich dir die ersten beiden Buchstaben von meiner IP-Adresse sagen und dann können wir vergleichen, ob wir dieselbe haben? Na, gehen wir nicht auf den Sack. Okay, die erste Nummer ist C. Aha. Die zweite Nummer ist Pi. Und die dritte ist Lösch dich, du Pferdekopf. Soll ich nochmal wiederholen? Nö, brauchst du nicht. Okay. Doppelzucker, du bist der Erste, der mit dran ist. Ich habe deine IP-Adresse. Ganz vorsichtig, ich habe gerade mit der Polizei telefoniert. Das fand ich gerade übrigens mega lustig. Ja, da ist so ein Doppelzucker. Du hast ehrlich zur Polizei gesagt, ja, da ist so ein Doppelzucker. Der ärgert mich immer ganz böse. Der ärgert mich. Warte mal, hat er dich gerade Doppelzucker dich gerade besiegt?
Du bist zur Polizei wegen Doppelzucker gegangen, der hat dich besiegt. Glückwunsch, Doppelzucker. Du hast das Pony besiegt. Herzlichen Glückwunsch, ich bastel dir morgen früh was. Marco, red doch mal, sag doch mal was. Was machst du da? Das macht man nicht mit den Fingern, das macht man mit einer Zahnbürste. Ja, stimmt, Mutti Merkel. Du hast übrigens live vor einem Polizisten beleidigt, du hast Mongo gesagt. Ich war Weißt schon du, auf dem Pony. das ist Paragraph 145 StGB, mein Freund. Ich Was? weiß, der hat mir auch gesagt, ich soll mich mal beruhigen, aber interessiert mich Ja, wie nicht. gesagt, das ist Paragraph 145 StGB. Beleidigung. Juckt mich nicht, dann ist das so. Ja, gut, okay. Das ist ja wunderbar. Trink besser noch ein bisschen was. Trink noch ein bisschen Mut an, damit du noch unvernünftiger wirst und dich noch lächerlicher machst. Das passt schon, das passt so schon. Das klären wir heute alles noch. Wer ist wir? Das siehst du dann. Ja, jetzt, ach so, jetzt wieder eine Drohung, ja? Was? Azuna, die braucht doch eh Fame. Die ist doch eh Fame, geil. Das wissen wir ja alle. Mach bei mir einen auf nett und freundlich über Instagram und mach dann so eine hinterlistige Aktion, Azuna. Du kannst mal kacken gehen. Kannst du bitte jetzt auch so einen Hassmonolog an Asuna richten, damit du dich nochmal wegen, Ich hätte ihm ja lieber zu Kanada so. damit wir Du nochmal bist ja bei wieder. 185 sind? Nee, ich tue die nicht beleidigen, weil die mich ja persönlich nie angegriffen hat, aber. Wie ist denn das, wenn dann irgendwie du hast ja gesagt, du hast jetzt eine Tochter, ne? Du hast ja so eine Blitzgeburt. Die war ja auf einmal da, die Tochter. Es war ja so, Die zack, schon 300 Jahre hallo! auf der Welt Hallo, stand. hier ist das junge Fohlen. Hallo, hallo. Und dann war sie da. Ja, ist ja auch egal. Die ist jetzt halt da, deine Tochter. Und Was du wenn gemacht die, hast, wenn Asuna, die. hast du mich schon ausgefragt und Ah, das alles den Hater-Wichsern hier erzählt. Das jetzt hast lass du mich doch gemacht. mal ausreden hier. Denn dann hast du ja jetzt die Tochter auf einmal bekommen. Die ist ja jetzt irgendwie, weiß nicht. Ich weiß nicht, wie alt wird die sein? Blitzgeburt, 9 Monate oder so. Die wird ja noch nicht so alt sein. Dreieinhalb. Dreieinhalb. Ja, was ist denn, wenn die 15 wird? Willst du dann auch, dass die mit einem 21-Jährigen zusammenkommt? Fändest du das gut? Oder wahlweise würdest du dann mit deiner Tochter zusammenkommen, wenn die 15 ist? Du bist ja hier Hebephil. Wie ekelhaft bist du eigentlich, Alter? Als ob ich was mit meinem eigenen Kind nur bist du. Ja, du bist doch das hebephile Schwein, nicht ich? Ich frag doch, ich weiß ja nicht, was in so einem Pferdekopf ab ist. Asuna, komisch, dass der Chat, den wir geschrieben haben, mir die genau wiedergeben konnten. So, Ja, komisch, Asuna. guck mal, Marco. Weiß die Polizei denn auch, dass du Kai sein Haus anzünden wolltest? Junge, wenn du das denkst, dann denk das mal. Weiß die Polizei von den Drogen? Fragt Doppelzucker. Ich nehme keine Drogen, das war Oregano in dem Tütchen, als ob ich Drogen konsumiere. Ja, das war Oregano. Ja. Ich hab mal mit 15, 16 vielleicht mir ein paar Teile geworfen, das war's aber auch, Alter, also komm mal klar auf dein Ego. Okay, das habe ich aufgenommen. Danke. Ja, mit 15, 16. Danke. 15, 16, das ist ein paar Jahre her, Ja, das ist mit ein paar 14, Jahre mit her. sowas verjährt nicht. Und das weiß auch, da war ich auch bekannt bei der Polizei wegen, also. Lieben Bei mir Mago, jetzt hast du randalierten. richtig Scheiße am Arsch. Tut mir leid, jetzt kommst du mit in den Knast. Jetzt. Ja, weil ich ein Und mein Freund, Blitzgeburt wenn habe. du, ich hoffe, du musst dir mit mir eine Zelle teilen. Dann haben wir ganz viel Spaß, Marco. Ganz, ganz Ich viel komme in den Spaß. Knast, okay, wenn du denkst, dass ich in den Knast komme, weil ich mit 15, 16 ein paar Teile geworfen habe, dann bist du aber ganz schön dämlich. Ja, und wenn du denkst, dass ich in den Knast komme, weil ich dich Pferdekopf nenne, dann hast du auch falsch gedacht. Wenn ich denn nicht klar war, dass du mich Pferdekopf Was habe nennst. ich denn noch Jetzt gemacht? mal. Ich erinnere mich nur an dein Video, dieses kleine, das ist üble Nachrede, Verleugnung, Junge. Ja, das Video war ganz gut. Ich habe da ganz viele gute Kritik für bekommen. Das hat vielen Leuten gefallen. Ich glaube, das hat mittlerweile 50 Likes oder so. Hallo, geh mal zu Fabi Lari, der kann mir genauso einlutschen. Ja, stimmt. Du hast auch Leute geleakt, Marco. Das stimmt. Hat Doppelzucker recht Ja, mit. hab ich halt Leute geleakt. Ich war vielleicht auch nicht immer die Unschuld vom Lande, aber das, was ihr macht, das ist übertrieben. Das ist einfach nur übertrieben. Du denkst, dass das übertrieben ist? Das Marco-Spiel wird erst noch richtig losgehen, glaub mir mal. Das hat noch gar Ja, nicht richtig Polizei. angefangen. Warte mal, ich Wir bin sind noch nicht mal auf Polizist. 30%, 30% unserer Power, glaub mal.
Das läuft noch. Wir werden gerade mal warm, mein Freund. Jetzt, wo wir deine Adresse und alles haben, jetzt geht's erstmal richtig los. Ach, da ist ja der Law. Guck mal, das sind deine Fans. Leute wie Law, der Meinungsfaschist schlechthin. Ach, der Law, ich hab nichts gegen den Law. Der Ja, macht ist. die Sache schon. Das ist mir Der schon macht das klar. schon. Das ist mir schon klar, dass du gegen Leute wie Law nichts hast. Leute, die einfach andere wegblocken, weil sie ihre Meinung frei äußern. Das ist schon klar, dass du desselben Geistes Kinder bist. Law, lass dich nicht unterkriegen, bist korrekt. Law, komm, wir stecken dich mal ins Gulag, Law. Da wirst du mal schön auf den Bock gespannt, Law. Kein Ding, Law, kein Ding. Danke, Marco, sagt er. Ja, die beiden Untermenschen verstehen sich natürlich wunderbar. Das ist kein Vor Wunder. allem die Das Menschen, die wirklich ist untermenschen. absolut kein Wunder, dass die beiden Untermenschen sich Einem muss mögen. ich kein Recht geben, dass ihr kleine Wichser seid. Du bist bestimmt auch einer, der sich mit Yanda gut verstehen würde.